Aber irgendwie fand ich den so viel süßer als wieder so Froschaugen. Schau mal, wie das aussieht. Also gerade mit Carlos gesprochen, er sagte auch schon, das ist halt nichts für großflächige Sachen. Hallo zusammen, ich grüße euch. Willkommen zu einem neuen Familienvlog. Bei uns regnet es gerade. Ja. Wir waren vorhin ein bisschen draußen. Und es hat geregnet. Und ich habe ein Video davon gemacht. Will ich dir gleich zeigen, auch ein Bild. Und zwar, Temu Haul habe ich zwar schon abgedreht, aber euch noch nicht gezeigt. Da wollte ich euch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und genau, wir haben einen Regenschirm von dort. Die Louis hat sich den ausgesucht, beziehungsweise wir haben zusammen geguckt. Und wir haben, also ich wollte unbedingt, dass sie eins nimmt, was durchsichtig ist, verstehst du? Weil die Lou, wenn sie die von Melina oder von Gianno mal hat, den Regenschirm, sie kippt den immer so nach vorne und guckt dann immer, also die kann den nicht so gut halten und sieht dann vorne nichts und das ist schon ein Problem und deswegen war das auch der Grund, warum wir einen durchsichtigen wollten, ne? Hat sie ja erwähnt. So, und dann hat sie die Farbe Lila ausgesucht, den kann ich euch gleich auch gerne zeigen. Der ist richtig cool, weil die Lou, die kann da durchgucken, man kann wirklich, und auch ich sehe, ne, was sie, ja, da drunter treibt, hört sich jetzt komisch an. Genau, wir haben eins, richtig, und wenn ich den nehme mit Luisa, will sie immer da durchgucken. Und das, der ist praktisch. Wenn du so runterhältst, ja nichts. Genau, genau. Ja, und weil der wahrscheinlich zu schwer ist, also generell für sie ein Regenschirm, hängt der so. Allerdings ist der ein bisschen größer wie der von Melina. Haben wir heute gemerkt? Ja. Und ich dachte schon, oh nein, der wird bestimmt viel zu schwer sein. Aber nein, der von Melina ist schwerer wie der größere von Luisa. Ach, ehrlich? Ja, der ist so, ich sag mal, billig gemacht. Leicht, ne? Ja, der ist richtig weich. Weich, leicht. Ja. Ja. Aber es reicht ja. Ja, ja, ist perfekt. Für sie ist es perfekt. Ja. Ja, ich hatte nur so ein bisschen Angst, wenn sie so in der Nähe von den Autos ging, ne? Wegen dem Wind oder so, dass sie dann, keine Ahnung, aus Versehen irgendwie so an den Autos kommt, ne? Muss ja nicht sein. Ich zeig den euch mal eben. Es war nämlich richtig süß. Ich blende euch mal hier das Video ein. Dann könnt ihr sehen, das war richtig süß. Also, Mili, die Lou, die, ach, die Regenschirme sind jetzt draußen. Die liebt Regen. Sie möchte bei Regen immer raus. Immer wenn es regnet, dann ruft die mich und sagt, Mama, Mama. Sagt Agua, Wasser, Wasser, ne? Und komm, wir gehen raus. So. Wo kommt der hier? Man sieht den ja auch. Man sieht ja auch hier, dass der schon so ja, schmal ist und ja, eigentlich nichts Besonderes. Aber für Luisa optimal. So sieht er aus. Wenn der offen ist, der ist richtig schön. Moment. Seht ihr? Also, das ist durchsichtig. Das ist richtig cool. Jetzt mache ich den eben zu. Moment. Ja, seht ihr dann im Haul genau, was ich sagen wollte noch zu Temu. Das ist ja eine Kooperation, ne? Das wisst ihr. Da brauche ich euch nichts vormachen. Das ist eine Kooperation. Und genau, da das Video kommt dann demnächst. Das habe ich heute erst rausgeschickt. Das heißt, die prüfen das, wenn es in Ordnung ist, dann kann ich das posten. Genau. Aber eigentlich gibt es da keine Vorschriften oder so. Also bisher war immer alles okay und ich kann eigentlich so ziemlich alles sagen, was ich möchte. Ne? Bin da jetzt nicht irgendwie gezwungen, irgendwie was schön zu reden, was nicht ist. Denn sowas, es gibt tatsächlich solche Firmen, sag ich euch ganz ehrlich, ne? Und sowas mache ich nicht mit. Da sage ich direkt nein. Behaltet eure Sachen, behaltet euren Geld. Aber sowas finde ich, kann ich mit mir nicht ausmachen. Sowas geht gar nicht. Nein, mache ich nicht mit. Auch so bei Beauty-Produkte und sowas. Ich muss sowas, wenn da wirklich was dabei ist, was mir richtig, was ich interessant finde, sage ich auch mal zum Carlos. Dann nehme ich es gerne an, wenn sie es mir schenken wollen. Dann teste ich das Produkt erstmal und erst dann, wenn es mir wirklich gefällt, dann mache ich es. Und wenn ich sehe, das ist aber wirklich Schrott und nee, komm, dann
kann man nicht annehmen. Man kann ja nicht alles annehmen, nur wegen Geld oder so. Ne? Das geht gar nicht. Man muss ja auch mit sich das ausmachen können. Ne? Genau, und heute wollte ich noch was testen. Das ist nämlich auch von Temu. Und das war wirklich mega günstig. Ich glaube, 1 Euro irgendwas. Und ich habe denen gesagt, ich würde das gerne testen. Das ist so ein Radiergummi gegen Kalk, ja. Und ich wollte es, also hier steht, das geht für Wasserkocher, Töpfe. Was ist das denn hier, Mur? Ist das eine Herdplatte? Ist das eine Waschmaschine auf dem Kopf? Ja. Hier das letzte Moment. Ich glaube, das soll eine Herdplatte sein. Ja, wahrscheinlich. Wasserkocher? Wasserkocher. Auf jeden Fall, achso, und hier ist ein Wasserhahn. Genau, Wasserhahn. Und ich wollte es aber hierfür testen. Ich habe extra das Ganze ja weiß werden lassen, verkalten lassen. Das heißt, wir haben hier ganz, ganz schlimmes Wasser. Das kann man auch nicht trinken. Das ist sehr verkalkt und ist nicht gut, wirklich überhaupt nicht gut. Und genau, da wollen wir aber demnächst auch was machen, damit es eben nicht mehr so krass verkalkt ist. Wird aber demnächst gemacht. Was soll ich jetzt gesagt haben? Genau, habe ein paar Sachen hier stehen lassen, mit alles komplett nass, damit das hier so drauf fließt. Und jetzt sieht es so aus. Jetzt sieht es so aus. Moment, jetzt ist hier dieses Ding von der Kamera. Aber man sieht hier, ne? Richtig weiß mit dieser Rille. Und hier sogar ein Abdruck von einem wie heißt das? Von einem Glas oder so, vom Deckel. Genau. Und jetzt wollte ich halt testen, ob das funktioniert oder ob das einfach nur China-Schrott ist. So schaut dieses Ding aus. Wirklich wie ein Radiergummi. Kinder sind hier alle unten im Zimmer am Spielen. Das riecht auch wie ein Radiergummi, würde ich sagen. Und ich will das gerne mal testen. Ich mach das jetzt einmal so drauf. Oh, jetzt sieht das so aus. Ich drehe mal um. Also ich habe jetzt hier mal so gemacht. Da passiert aber jetzt nichts. Außer, dass der Radiergummi so aussieht. Oder meint ihr, das geht hier nur für sowas? Weil guck mal, hier ist auch alles weiß. Meint, das geht nur hierfür? Ich weiß es nicht. Ich werde das jetzt mal komplett machen und melde mich dann gleich bei euch. Genau. Nicht, dass ihr euch dann wundert, wenn das Temu-Haul online kommt und ich euch, ich sage euch dann zum Beispiel im Video, von wegen hier dieses Produkt, dass ich das unbedingt testen möchte. Und ihr dann denkt, oh Mary, das hast du doch schon getestet. Ja, das Video habe ich erst heute abgedreht. Und deswegen, das kommt halt, wenn sie heute oder morgen die Bestätigung geben, dann kann das ja auch direkt online, weil es ist ja schon hochgeladen und geschnitten. Ich habe das eben gerade alles gemacht und es ist eigentlich bereit. So, dann gucke ich mal, was machbar ist. Ich schau mal, wie das aussieht. Ich hatte gerade mit Carlos gesprochen, der sagte auch schon, das ist halt nichts für großflächige Sachen, ne? Das ist so für Kleinigkeiten. Ja, man kann noch nichts sehen. Ich mache jetzt weiter, habe jetzt hier ein bisschen Wasser drauf gemacht, hatte den Wasserhahn hier drauf gedreht. Mache jetzt hier noch weiter und ja, bin gespannt, wie das dann gleich ausschaut. Also so sieht es jetzt aus und so im nassen Zustand sieht es ganz okay aus. Wir müssen gleich mal gucken, wenn es trocken ist, ne? Auch hier. Ansonsten mache ich jetzt ein bisschen trocken und dann, wenn es richtig trocken ist, gucken wir nochmal. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was zu diesem Radierer. Schaut mal, sind überall weiße Flecken. So, also zu diesem Schwamm empfehlen würde ich den jetzt nicht. Da gibt es viel Besseres. Also, dass das jetzt besser ausschaut wie vorher, ja, das schon. Aber das hättet ihr mit jedem einfachen Schwammlappen, wie auch immer, auch hinbekommen. Also würde ich so auch nicht nochmal kaufen. Was ich aber euch empfehlen kann, ist zum Beispiel diese Schwämmchen vom Action, diese weiße, jetzt komme ich nicht auf den Namen, Zauberschwamm,
Ihr wisst doch, da sind 4 Stück drin, die kosten 99 Cent, so in etwa die Größe. Die sind super gut. Und ansonsten kriegt ihr das aber auch richtig gut mit einem ganz normalen Anti-Kalkspray von, also Spray, ja genau, von Denkmit zum Beispiel, von DM, ne? Das benutze ich, das mache ich gleich auch und dann ist es, also jetzt gleich nicht, aber heute Abend, und dann ist es richtig schön. Da sieht man gar nichts mehr. Auch so dieses bisschen Weiß, was noch geblieben ist, geht auch komplett weg. Genau. Ja, ich fand das halt interessant und wir das getestet haben, ne? Ich dachte mir auch, ja, ich meine, so für große Flächen, wie gesagt, ist das sowieso nichts. Eher so für kleineres, aber weil da halt die schlimmere, ja, Fläche ist, wo man das auch wirklich sieht, so richtig. Und was auch so ein bisschen mich stört, ja, weil ich muss das schon zweimal die Woche machen und ich muss es einsprühen, dann einwirken lassen und ja, das muss man schon zweimal die Woche und ist halt nicht so cool, aber hoffentlich sieht es dann demnächst dann anders aus, wenn wir das da umbauen lassen. So ein Filter und so eine Geschichte, ja, womit ich mich so mit auskenne. ja, es regnet und regnet. Ich gehe rein, guck, was die Kiddies so machen. Upp. Es regnet. Wollte die Luisa raus oder was? Die kam direkt eben. Wollte sie mit dem Regenschirm raus. So, jetzt kann ich mal was mit euch machen. Ich habe den Regenschirm mit dem Kleinen im Auto, weil er lag da. Ja, wo lag der? In dem Raum da. Okay. Lotti Korotti spielen. Lotti Korotti. Du auch. Du auch? Alle? Carlitos auch? Mama, ich möchte. Ja, aber einer kam mit Luisa und der andere mit Dario. Dann komm, wo ist denn das Spiel? Mama, wo? Ich möchte lila. Wir spielen Lotti Korotti. Ich ja. Möchte blau. Ich bin blau. Nein, ich. Nein, ich bin immer blau. Ich bin immer lila. Ich mach Spaß. Wo ist das Spiel denn? Das ist bei der Seite. Seite? Ah ja, okay, ich hole es. So. Ich hab's runtergeholt. So, wir spielen am Esstisch, ja? Du willst das nehmen, Luisa? Okay, gut festhalten. Nee, hier, Luisa. Da, Papa sitzt schon mit Dario. Hey, das fällt gleich alles, wenn sie das sehen. Hier, Luisa. Nimm das mal weg, dann, Luisa. Spiele mit Luisa. Du spielst mit Luisa? Nee, oder? Ich glaube, das geht nicht gut, Schatz, weil die Luisa will immer alles anfassen. Ich spiele mit Mama. Wer ist noch die 2 Gurken? Du, Luisa. Mama, ich möchte Luisa. Luisa, kennst du mich? Warte, Luisa. Gianno, was machst du da? Will keiner? Ich möchte jetzt spielen. Okay. So, wir spielen jetzt eine Runde. Eins. Bist du für uns 1 gegangen? Ja. Oh, nee, wir sind noch nicht dran, wir sind noch nicht dran. Ich glaube, ich falle. Oh. Wer ist noch dran? Gar keiner. Der Lauf ist zu. Dran. Nein, Luisa, ich bin. Hey, Luisa, wir sind nicht dran. Eins. So. Komm, setz dich, Luisa. Und dann ist Kind ist doch da, unser Hase. Gib dir mir die Karten. Wer ist dran? Warte, ich. Mische. Ich. Wer ist dran? Wer ist denn dran? Ihr beide wieder? Ich. Wir haben nur noch gar nicht getrunken. Ich. Ich. Komm, Luisa. Seid ihr dran? Wieder Oma. Ich. Geh doch mal, Luisa. Und? Ja! Ich drehe. Oh, wer war das? Gianno. Hier, Melina. Ich dachte, du bist ja schon zweimal reingefallen. Ich bin auch von Melina. Eins. Ja, stimmt. Zwei auch noch habe ich. Garin. Eins, zwei, gefährliche immer Situation. Am Bein weg, Garin. Guck mal, wenn Papa hier ist, komm, Luisa. Wieder so runterfallen. Oh, da kam Luisa. Oh, drei. Jawohl. Komm, lass das mal da. Eins, zwei, drei. Ja. Un, dois, tres. Komm, Gianna. Un, dois, tres, quatro, cinco. Não, quatro, cinco, só der tres. Ja. Kannst du die? Na, Englisch auch nicht. Melina. Es ist der Belegung. Ah, Melina. Die drei. Melina redet drei. Gerne Englisch. Eine drei. Nee, hier, nein, er wird doch nicht gezählt. So, ich bin dran. Oh, Dreher. Dreher. Ja, machen Sie so wie Sie es machen.
Wir haben gewonnen, Luisa und ich. Jetzt sagen die Kinder, die wollen mit mir spielen. Jetzt mal. Warum war ich mit mir im Team? Plötzlich. Du warst am Verlieren. Du bist doch weggelaufen, weil du in ein Loch gefallen bist. Ja. Hab ich recht? Ja. Ja, immer Glück im Spiel. Ist doch so, ne? Aber Jano auch. Jano auch, stimmt. Aber die der, es war doch gerade ein Kampf zwischen mir und Jano. Melina ist jetzt gerade vor dem letzten Loch oben auf dem Berg noch runtergefallen. Hat sie sich total geärgert. Also, wo hast du die gekauft? Bei all diese gerade. Ich wollte eigentlich diese anderen Flatbreads oder wie heißen. Okay. Warten die nicht. Aber die sehen doch gut aus. Wenn dieses Hähnchenbrust. Ja, finde ich richtig das gut. Das kann ich empfehlen. Ne? Ja. Muss man nur und Käse. Gurken. Dann Gurke. Tomaten aus dem Garten oder was? Sehr gut. Und was hast du für eine Soße? Wie? Mayonnaise. Nee, das ist nicht gesund. Hast du wirklich nichts geholt? Nee, aber wir hätte haben ja gerne so eine Jumbo-Soße. Was ist das denn? Zeig mal. Die Kinder, die machen Party. Senf mit Honig und Karolitos. Ja, hast du nicht an mich gedacht? Also hast du wirklich nichts mitgebracht? Tzatziki? Nein. Wir haben keinen guten Tzatziki bei allen. Deswegen habe ich ihn nicht genommen. Joghurtsoße, ja, finde ich immer perfekt. Ich wollte auch Salat nehmen, hat mich gar nicht. Weil so trocken ist so mies und ja, Mayonnaise ist ja nicht gerade gut für. So sieht der erste Gang aus. Ach, Sushi essen wir auch noch, ne? Ja. Schaut mal, so sieht mein Teller aus. Mit leckerem Sushi. Hat der Carlitos auch beim Aldi gekauft, ein Sushi. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen. Bin jetzt oben in Luisas Zimmer. Und ach, mir ist so warm. Ich muss gerade gucken, wie warm wir haben. 26 Grad sind das hier oben. Jetzt gerade regnet es ein bisschen. Aber man könnte hier so die Lüftung aufmachen. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt einfach. Jetzt sitze ich gerade so gut. Ich bin am Häkeln. Und zwar, guck, wo ich die Anleitung habe. Hier, da ist nämlich ein Bildchen drauf. Das hier häkle ich derzeit. Den Kopf habe ich. Also Kopf, also dieses Grüne drumherum noch nicht, nur den Kopf. Und, ach hier. Das ist zum Beispiel der Kopf. Und der Körper, den habe ich auch schon angefangen. Sieht irgendwie total witzig aus, weil der Körper so viel kleiner ist wie der Kopf. Aber hier kommen noch die Arme dran, genau. So, ich wollte jetzt noch ein bisschen ja, hier häkeln. Darius nämlich eingeschlafen. Ich habe ihn versorgt. Jetzt ist er eingeschlafen. Boah, ich könnte gerade ein Eis könnte ich jetzt gerade gut essen. Mache ich nachher. Und wenn ich hier fertig bin, gehe ich dann gleich runter. Was heißt fertig? Komplett fertig werde ich nicht, aber nicht Stück halt, ne? Steckt so eine halbe Stunde. Und dann gehe ich runter und mache dann die Kinder Bett fertig, lege die Kinder hin. Oh, ich gehe. Langsam auch müde. Und dann macht der Carlos und ich einen ruhigen. Also wenn ich die Kinder hinlege, ich lege mich dann zu denen, lese denen entweder was vor oder wir hören ein Hörspiel oder ich erzähle denen einfach sowas. Genau. Und in der Zeit kann der Carlos dann für sich ein bisschen Zeit nehmen. Das ist auch mal ganz wichtig, dass jeder für sich so ein bisschen Zeit hat. Genau, er tut dann meistens lesen. Manchmal spielt er auch an der Konsole. Und wenn die Kinder dann schlafen, dann ist Zeit für Carlos und mich. Ne? Genau. Ich mache jetzt hier ein bisschen was und melde mich dann gleich nochmal bei euch. So, ich bin wieder unten. Oh, war es so warm, musste auch Fenster dann doch öffnen. Ich bin auch fertig geworden und zeige euch meine fertige Arbeit. Wie findet ihr es? Ich finde es süß. Es ist eine Demo-Anleitung. Also eigentlich gibt es hier noch Ohren. Nee, nicht Ohren, Quatsch, Augen. Aber irgendwie fand ich den so viel süßer als wieder so Froschaugen. Dann lieber solche Bärenohren. Ja. genau, ich lege jetzt die Mädels erstmal hin und
Mal gucken, wie lange sie braucht zum Einschlafen. Melina hat keinen Mittagsschlaf gemacht. Ach Quatsch, Luisa hat keinen Mittagsschlaf gemacht. Und die Melina, ich würde sagen, sie ist müde. So, ihr Lieben. Die Mädels, die schlafen. Carlitos schaut sich da noch irgendwas an. Dario ist dafür aber wach. Und mir ist heute irgendwie, also mir ist irgendwie warm. Ich trinke und trinke, das ziehe ich jetzt auch aus. Weil draußen ist es gar nicht so warm. Hat ja auch geregnet, ne? Mehrmals. Die Sonne ist gerade so krass tief. ja, ich gehe jetzt Eis essen. Dann bin ich mit Dario und wir haben noch früh, wir haben 7:55. Ja, also recht früh. Mädels schlafen immer so gegen 8 Uhr, manchmal auch erst um 8:30. Aber dennoch finde ich das voll in Ordnung. Und eigentlich ist es auch egal, ob Wochenende oder in der Woche. Es ist eigentlich immer so zwischen 8 und 8:30. Und wenn es mal ein bisschen noch später wird, eben am Wochenende, dann, also mir ist es eigentlich egal. Nur ich weiß, dass die Mädels dann immer... Ich weiß nur halt, dass die Mädels dann müde sind, ne? Vor allem, wenn die Luisa keinen Mittagsschlaf gemacht hat. Genau. So, weil ich wollte jetzt auch hier das Video beenden. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss, bis morgen.